heutiger Gast auf einen Glückskaffee mit ist Joel Jeschua. Joel ist gebürtiger, waschechter Wiesbadener, beschäftigt bei der Wasserschutzpolizei. Er unterrichtet Politik und ist sehr engagiert in der Kultur und im Sport in Wiesbaden. Joel ist verheiratet. Herzlich willkommen im Kurpark. Herzlichen Dank. Ja, Tee oder Kaffee? Jetzt mit einem Kaffee in der Hand Tee zu sagen, wäre ein bisschen unglaubwürdig, aber bis zum Mittag gerne Kaffee und abends gerne einen Rooibos-Tee. Oh, wie schön. Ja. Ja, er ist übrigens der Erste, der sich, wir haben jetzt 105 Interviews, der sich diese traumhafte Location im Kurpark ausgesucht hat. Also wirklich ein Kraft- und ein Glücksort. Also herzlichen Dank für diesen tollen Wunschort. Ja, danke, dass wir hier drehen können. Ja, was ist für dich Glück persönlich und was bedeutet es beruflich oder machst du da keine Unterschiede? Ich glaube, Glück erstmal hat viel mit Bewusstsein zu tun, denn wenn es einem nicht bewusst wird, dann spürt man Glück auch nicht. Und wenn ich das jetzt unterscheiden müsste, beruflich und privat, würde ich sagen, beruflich, dass man tolle Kollegen hat, dass einem der Beruf Spaß macht und dass man seine Ziele erreicht. Und privat erachte ich als Glück, dass ich Zeit mit meiner Frau, mit meiner Familie und meinen guten Freunden verbringen kann. Ja, Joel, du bist ja sehr, sehr engagiert in Kultur und im Sport in Wiesbaden. Magst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Das macht dich ja irgendwo glücklich. Danke dafür. Tatsächlich macht es mich glücklich. Und zwar, weil du es gerade angesprochen hast, ich bin im Förderverein des Stadtmuseums am Markt, bin da der stellvertretende Vorsitzende und bin auch Vizepräsident der SG Germania Wiesbaden, ein großer Fußballverein hier in Wiesbaden, derzeit auch sehr erfolgreich, das macht mich froh und ich denke, Kultur insgesamt ist in einer Stadt oder für eine Stadt sehr wichtig, weil es letztendlich die Seele ist und gerade als Wiesbadener ist es für mich persönlich auch wichtig, dass die Stadt floriert und dass man es zu Hause schön hat. Ja. Ja, du bist ja auch jetzt, ist ja, was viele nicht wissen, ist vielleicht nochmal ein Impuls zu wählen. Es ist jetzt die aktuelle Wahl für den Kulturbeirat. Richtig. Du bist da auch aufgestellt. Richtig. Und also auch ist ja eigentlich auch toll, wenn Menschen sich engagieren, die haben da eine Expertise und haben ein Engagement. Wie kann man sich denn nochmal sozusagen für diese Wahl, wenn man wählen gehen möchte, wie kann man da dieses Szenario machen, wählen oder wohin gehen und so weiter? Also wichtig zu wissen ist, dass es schon anläuft. Mhm. Es geht bis zum 7. Juli und man muss entweder persönlich beim Wahlamt seine Wahl abgeben oder man kann es natürlich auch ganz bequem von zu Hause aus online beantragen und per Briefwahl abstimmen. Und wo online? Unter wiesbaden.de, unter Wahlen oder unter www.kulturbeirat-wiesbaden.de. Ah, wunderschön. Ja, haben wir wieder was gelernt. Warum bist du so engagiert in der Kultur? Warum stellst du dich für die Wahl zum Kulturbeirat? Also meine Intention ist, dass die Kulturschaffenden Gehör finden, dass sie bei der Stadtverordnetenversammlung auch gehört werden und vor allem ist mir auch wichtig, dass die Kultur in Wiesbaden sichtbarer wird. Erstens, wie divers sie ist und zweitens insgesamt, dass den Leuten bewusst wird, was für ein Glück wir haben, weil wir so viele kulturelle Angebote haben. Ja, und auch interkulturell ist ja auch eine hohe thematische Passung. In diesem Jahr ist ja auch beim Glückstag, dass wir interkulturell einfach beisammen sein, miteinander fördern, ist nicht nur friedensstiftend, sondern ist auch so facettenreich. Man lernt ja nur voneinander. Insofern auch dein Fußballverein sind bestimmt sicherlich ganz viele Kulturen zusammen und bewegen sich auch noch. Was Schöneres, Sport hat ja auch die Kraft, die Menschen zu verbinden. Genau so ist es. Ich selbst als Sohn einer Britin und eines Aramäers aus Syrien kann nur Positives vom Sport berichten und auch in unserem Verein haben wir alle möglichen Kulturen. Und es ist ja meist so, man hat ja vor dem Unbekannten vielleicht etwas Angst oder sind nicht so viele Berührungspunkte, aber der Sport schafft tatsächlich Berührungspunkte und deswegen ist er auch gerade in unserem Verein sehr, sehr wichtig. Mhm.
Ja, das ist ja auch ein Herzensanliegen von uns. Insofern bin ich sicher, dass wir uns am Glückstag, am 25. September, irgendetwas ausdenken werden. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Ja, das ist toll. Wie tust du eigentlich nach einem Tag voller, ja, vielleicht Ereignisse, wie tust du dich entspannen? Ganz unterschiedlich. Ich mache selber ganz gern Sport. Hier im schönen Kurpark laufen oder ins Fitnessstudio. Mit meiner Frau einfach ein paar Stunden verbringen, ganz gerne eine Netflix-Serie gucken oder am entspanntesten ist es eigentlich, wenn man selbst ein gutes Buch liest oder auch Yoga macht, meditieren. Ja. Ich denke, das bringt einem viel. Ja, eine Klarheit, eine innere Ruhe und dann geht man wieder nach draußen. Abschließende Frage, ich denke mal, Kraftort ist dein Kurpark. Was ist denn vielleicht ein Lied oder ein Gebet oder ein Zitat, was dich dein Leben begleitet oder im Moment begleitet? Ein Zitat, das mir im Gedächtnis geblieben ist über lange Jahre, ist auf einer Kerze, die mir vor einiger Zeit geschenkt wurde. Und zwar steht da drauf: Was bringt es dir, wenn du die Welt gewinnst, aber dich selbst verlierst und Schaden nimmst? Und das ist mir trotz vieler guter Zitate immer wieder im Kopf geblieben. Und ich denke, das ist ganz wichtig, weil es meines Erachtens mehrere Aussagen hat. Und zum einen natürlich, dass man es nicht jedem recht machen kann, aber noch wichtiger ist, dass man zu schätzen wissen sollte, wer man ist und das auch ausleben sollte, anstatt jemanden oder etwas zu kopieren. Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort und auch seine eigene persönliche Lebensabsicht, warum er auf dieser Erde ist. Es ist ein einzigartiges Wesen und da sollte man wirklich auf sich hören und bei sich sein und nicht das Leben eines anderen führen. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ich danke dir und ich finde es hervorragend, was du machst und freue mich auf den Glückstag. Dankeschön.